Ja, Captain, tolle Saison bisher gespielt, überraschend gut auch gespielt. Ich habe nicht mitgerechnet, dass ihr bis zum Ende oben mitspielen werdet. Also da ziehe ich erstmal meinen Hut vor euch, was die Saison betrifft. Saisonendspurt ist angesagt. Es gibt noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz. Und Sonntag gibt es das Derby gegen Flyer-Alarm. So ist es, ja. Wie geht ihr in das Spiel rein? Erstmal mit einer anderen Einstellung als die Wochen davor, weil wir haben ja schon viel von Relegation und ja. Wenn die mal da Punkte lassen und wenn wir das machen und XY. Ja, ihr habt euch sehr damit beschäftigt. Genau. Und die Freude am Spiel ging verloren in den letzten Spielen, das ist mir aufgefallen. Ja. Ihr wart sehr angespannt, sehr nervös und auch, ihr habt euch einen enormen Druck gemacht. Genau, und das wollen wir jetzt mal wieder hinten anstellen. Ja. Wenn wir nicht in die Relegation kommen, ist das vollkommen okay. Ja. Du hast gesagt, wir haben eine Saison gespielt, da hat keiner damit gerechnet. Letzte Saison wären wir fast abgestiegen. Ja. Dass wir da oben mitspielen dürfen überhaupt, das ist eine Riesenehre mit unserem Kader. Dann sind wir mal 13 Leute, dann sind die Studenten wieder weg. Ja. Das ist überhaupt gigantisch. Und jetzt gucken wir einfach mal, wir wollen da richtig mit Spaß rein. Das ist ein Derby, da geht es immer schön zur Sache. Das ist das Geile, es hat 22 Grad gemeldet. Ja. Wir wollen wieder mit einer gewissen Lockerheit rein. Ich hoffe, dass sich jetzt nicht noch irgendjemand verletzt hat heute, dass wir auch mal einen größeren Kader wieder haben. Fußball spielen, die letzten drei Spiele einfach noch mal genießen. Wie gesagt, Sonntag Fußball, Bratwurst nach dem Spiel. Was gibt es Besseres, als bei so einem Wetter dann einfach kicken zu dürfen mit seinen Mitspielern. Und das muss jetzt mal wieder im Vordergrund stehen und nicht eine mögliche Relegation am Vatertag, wenn Grombühl und Randers-Agger und Körnach und das. Nee, hinten anstellen. Ja. Die haben es alle verdient da oben. Das muss man auch dazu sagen. Das sind alles Top-Mannschaften. Und jetzt haben wir noch mal drei Spiele Spaß. Das ist das Wichtigste jetzt einfach. Ja, Derby ist ja eh immer eine besondere Sache. Ja. Da geht man noch einen Tick anders rein von der Motivation und vom Kopf her. Ja. Also ich sag mal, wenn ihr das Derby am Sonntag gegen die Kickers gewinnt, nach dem, was ich heute beim Training gesehen habe, mache ich 10 Liegestütze für euch. Okay, das ist gesagt. Dann nehme ich aber auch die Kamera und filme es mal. Das darfst du dann machen. Okay, perfekt, dann machen wir das so. Nee, also wie gesagt, du sagst ja selber, ein Derby ist was ganz anderes. Ja. Da ist auch ein bisschen noch mehr Anspannung da und sowas. Aber da ist ja auch die Vorfreude da. Und gegen die Kickers will man immer gern spielen. Und gewinnen. Und gewinnen sowieso, klar, da ist die Motivation da. Und ich schätze mal, der Manu würde es dann schon noch mal heiß machen. Ja. Das ist nicht ein Spiel wie jedes andere. Das wäre auch schade, wenn das so wäre. Dann würde auch irgendwann der Reiz verloren gehen von solchen Derbys. Aber wir haben da Bock drauf. Wir haben absolut Bock drauf. Jetzt hoffen wir mal, dass am Sonntag der Kopf frei ist. Und dann geben wir da auf jeden Fall Gas. Also ich freue mich aufs Spiel. Ich mich auch. Und freue mich auch darauf, euch wieder spielen zu sehen, wie zum Beispiel die erste Halbzeit in Grombühl. Ja, das wäre natürlich überragend. Ja. Also das war mit Abstand in der Rückrunde jetzt die beste Saisonleistung, obwohl wir so einen Rumpfkader hatten. Ja. Aber das ist auch das, was wir gesagt haben. Da waren plötzlich 11 Leute auf dem Platz, die haben lautstark gekämpft auch. Die waren für Mitspieler da und das fehlt halt in den letzten Wochen ein bisschen. Das Verkopfte, hier ist mal einer still und sowas. Jetzt einfach wieder den Spaß haben und dann schauen wir, was am Sonntag da abgeht. Schauen wir mal. So machen wir das. Der Sonntag wird grün. Absolut. Hoffen wir es. Ich danke dir. Gerne. Also, wir haben, glaube ich, alles besprochen, was wir machen wollen. Ja, wichtigster Punkt ist einfach, dass wir Spaß haben an dem Ganzen. Okay? Lasst uns das Ganze alles vergessen, was ist. Lasst uns die Runde, die wirklich überragend ist, ordentlich zu Ende bringen, mit Spaß. So sind wir reingegangen hier auch. Ja? Und so wollen wir es auch jetzt zu Ende bringen. Der eine für den anderen, das, was wir die letzten Wochen nicht so gut gemacht haben, mit der Zweikämpfe gegen Ordnung. Redet miteinander. Ja. Der eine für den anderen, wenn Fehler passieren, gut, dann passieren Fehler. Ist so. Machen wir alle. Ja. Von da draußen, von drinnen, von draußen bis zum Auswärtsspiel. Schiedsrichter, alle gleich, macht auch Fehler, gut, er ist auch nur ein Mensch. Das ist so. Ja, sind wir ruhig, halten die Klappe, spielen unseren Fußball weiter. Ja, der macht es auch nicht mit Absicht. Ganz klar. Okay. Gut, also gehen wir zusammen, machen wir hier jetzt das Ganze. Reicht, wir müssen das gerade mitkriegen. Ja. Wir stehen gleich auf dem Feld, wir sind gleich da und präsentieren uns dann ordentlich. Okay, also auf, komm! Keiner weiß, was das ist. Ja, gut, danke. Seid ihr bereit? Schade, Mats. Wer seid ihr? Wir sind wir! Wer seid ihr? Wir kommen! Jetzt, Männer! Auf! Michigan, you tie him, the man is high, your favorite time when you want to tonight. Hop it, in case him up.
ain't big enough for the both of us. How the team Eagles gonna lead? Flying, domestic flying, and when the steamer disses air to the chewing, he fear. Heartbeat, increasing heartbeat, you are a captain, covert bombardier, it's Hiroshima that you need it. This town ain't big enough for both of us. Daily, except for Sunday, you gotta live to the cafe where you go to each day. Heartbeat, increasing heartbeat, as 20 cannibals are built to you. They're built to just like you do. This town ain't big enough for the both of us. Heartbeat, who's gonna live? Und Männer wieder nehmen, wieder einnehmen.
dann enger bei den Leuten! Yeah.
Ja, 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 tiefer, tiefer, Max, tiefer. Ja, ja! Ja, ja! Muss man echt sagen. Ja, bin am Ja, schnell! Was das Ding? Ja, Abschluss, Abschluss! Ja, schieß da hin, Wahnsinn! Doch! Ich dachte, sie hat einen linken Fuß. Doch nicht den Ball ins Tor tragen. Zweimal die Chance zu schießen! Guten Morgen!
Was war das denn? Und ab, geht, 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 ge
Bei dem, der muss das klappern hören, weißt du, der pfeift auf Ohr. Ich glaube, hol an! Komm, Junge! Ja! Warum lässt er sich denn fallen da? Fabian, Derby-Niederlage heute, sehr bittere Niederlage, sehr enttäuschende Niederlage. Woran hat es gelegen? Klassische Frage. Erste Halbzeit verschlafen, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Dann die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit auch noch und dann liegt es plötzlich 2-0 hinten. Dann sind wir ein wenig aufgewacht, hat natürlich Glück, dass der Schiri den einen Elfer entgegen uns gibt und dann im Gegenzug direkt bekommen wir den. Und dann waren 15, 20 Minuten dabei, da sind wir vorne drauf, haben die Zweikämpfe angenommen und das haben wir bei alles die 65 Minuten davor vermissen lassen. Und dann verlierst du so ein Derby, weil ohne Kampf, ohne Leidenschaft kannst du kein Spiel gewinnen. Ja, einfach. Vor allen Dingen die Abstimmung nach vorne war sehr schlecht heute. Ja, wir hatten riesen Löcher. Das war mit das Schlechte, was ich von euch bisher gesehen habe, bin ich offen zu. Ja. Und das in einem Derby ist einfach enttäuschend. So tritt man in einem Derby, finde ich, nicht auf. Ja, da hast du recht. Du nimmst mir die Worte fast vorweg. Voll und ganz richtig. So darfst du nicht auftreten. So darfst du normalerweise nie in einem Ligaspiel auftreten, aber klar nicht in einem Derby. Die Jungs von den Kickers, die waren top motiviert und haben zu Recht auch gewonnen.
Und wir haben uns vorher noch gesagt, der Druck ist weg, ja, nimmt alles halbwegs locker. Ja. Mit locker war aber nicht gemeint, dass wir jetzt in gar keinen Zweikampf mehr reingehen. Ja. Und ja, das war einfach viel zu wenig. Das hat mich ein bisschen wie an die Bayern erinnert, letzte Woche in Mainz. Ja. So wegen Schokoloco, und das geht halt einfach nicht. Das war viel zu wenig, viel zu wenig. Ja, die Relegation ist damit wahrscheinlich gestorben. Ganz sicher, das dürfte die Chance nicht erhöht haben. Randersacker hat gewonnen heute, habe ich gehört. Damit dürfte es vorbei sein. Also das heißt, ihr könnt jetzt die Saison ausklingen lassen und müsst noch nach Kürnach. Ja, richtig, zum Meister. So ist es. Da könntet ihr eigentlich mal zeigen, was ihr drauf habt. Ne? Ja, also es darf jetzt auf jeden Fall nicht anfangen. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt kommt keiner mehr zum Training oder sowas, weil das ist bei einer Mannschaft auch der Fall, dass es um gar nichts mehr geht. Und die spielen ja trotzdem und trainieren auch. Ja, nächste Woche in Kürnach. Wäre geil, nochmal zwei Top-Teams aufeinander, gegeneinander, wenn die nochmal richtig Gas geben beide. Und dann, ja, dann stehen wir, wie gesagt, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Wir sind zu Recht nicht unten drin. Ja. Dafür sind wir in der Saison einfach zu gut gewesen. Und wir stehen aber auch zu Recht nicht oben. Wir stehen zu Recht nicht auf dem Relegationsplatz. Da stehen andere Teams. Und wir haben auch zu Recht heute verloren, ganz klar. Aber nochmal, du hast es ja schon gesagt im Interview, der Manu hat es in Anpfiff schon ganz oft gesagt, das ist Wahnsinn, was wir in der Saison abgeleistet haben, abgeliefert haben, und das hat uns keiner zugetraut. Wir waren letzte Saison kurz vorm Absteigen. Wenn es dann abgebrochen wäre, wären wir wahrscheinlich jetzt in der A-Klasse. Und jetzt haben wir da oben mitgespielt. Es hat richtig Bock gemacht. Ja, reicht halt am Ende nicht, aber schauen wir mal. Nächste Saison gibt es ja auch noch. Ja. Ja, verdienter Sieg der Kickers. Absolut. Und da geht dann mein Glückwunsch natürlich auch hin, weil der gilt dann halt auch dem Gegner. In dem Fall egal, wer es ist, auch wenn es Flyer-Alarm ist. Aber sie haben verdient gewonnen und damit ist die Geschichte auch in Ordnung ausgegangen. Klar, absolut. Die haben absolut verdient gewonnen, haben jetzt auch, glaube ich, einen groß genugen Abstand, also dürften jetzt auch nicht absteigen, und die sind auch zu Recht in der Liga, es macht Bock, gegen die zu kicken, und ganz klar, riesen Glückwunsch, haben sie richtig gut gemacht, und so gewinnt man die Spiele, wenn wir Leidenschaft reinbringen. Das haben die heute absolut. Das haben sie gemacht von Anfang an. So ist es, genau. Ja. Das war klar. Da haben wir sie motiviert heute. Ja, ist allerdings wahr, ja. Okay, auf jeden Fall, für mich bleibt es dabei, wirklich einen herzlichen Dank für diese Saison. Es ist so wunderbar unkompliziert für mich mit euch. Ihr seid so kooperativ und ich darf mich frei bewegen. Ich achte natürlich die Grenzen, das ist klar. Aber es hat Riesenspaß gemacht bisher in dieser Saison und deswegen gilt euch mein Dank. Ja, wir wollen uns auch bei dir bedanken. Wie gesagt, du bist fast jede Woche da und das ist immer wieder geil. Schreiben genug Bekannte hier, guck mal, und der Film, und da hast du eine gute Szene gehabt, da hast du mal wieder versagt. Also, wie gesagt, wir freuen uns jedes Mal, wenn du da bist, und das hat riesen Bock gemacht. Mit den Jungs diese Saison hat richtig Spaß gemacht. Jetzt haben wir noch zwei Spiele und dann ist auch mal eine verdiente Sommerpause für alle. Und dann schauen wir mal, was nächste Saison wieder ansteht. Ja, falls wir uns in dieser Saison zumindest auf dem Platz nicht mehr sehen sollten, sehen wir uns auf jeden Fall dann beim Training wieder, wenn es losgeht. Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne nur die DJK. Jawohl, vielen Dank, Peter. Ich danke dir.